Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Scum Voucher mit uns am Alderle. Heute geht's on Tour, meine Lieben. Der Spot, die Location an der Fabrik möchte ich mir ein bisschen näher ranholen, aber nicht nur das. Ich möchte heute auch mal ins Thema Waffen einsteigen. Ihr habt ja schon mitbekommen, ist nicht ganz so meine Welt, am liebsten Nahkampf und Bogen. Aber ganz, ganz viele von euch haben sich die Mühe gemacht, mir so viel zu schreiben, dass ich jetzt gedacht habe, komm, wir gehen's mal an. Ihr helft mir ja da bestimmt auch durch, wenn ich mal was nicht weiß, so wie die ganze Zeit. Ich würde sagen, wir probieren's einfach und ich habe mir überlegt, wir gehen heute um die Fabrik rumschleichen, schauen die Zugangswege an, versuchen uns da ein bisschen aufzuhalten. Ich werde auf jeden Fall die Shotgun mitnehmen, habe hier entsprechend Munition und ich werde die SWD mitnehmen. Da habe ich nämlich von euch ganz viele Hinweise bekommen. Ja, natürlich als Ersatz noch Schlagring und Hammer, den nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe zwar dann weniger Taschenplätze, fühle mich aber aufgehobener, wenn ich zurückgreifen kann auf die Sachen, die ich kenne, mit denen ich klarkomme. Jetzt pass auf, ich habe hier schon mal ein bisschen was hergerichtet, gehen wir mal direkt rein. Also, die SWD kann ich als Scharfschützengewehr ausbauen, habt ihr mir gesagt, indem ich diese Schiene hier anbringe. Das probieren wir jetzt schon mal. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Ich ziehe es jetzt einfach mal hier rüber und probiere es drauf zu snappen. Montieren. So, jetzt habe ich die Schiene montiert und dieses Scope haben mir welche geschrieben. Von euch ganz lieben Dank an der Stelle, dass ihr mir da so Hinweise gebt. Ist wirklich nicht meine Welt, ne? Die kann ich jetzt auf die Waffe drauf montieren, weil ich die Schiene hin montiert habe. Richtig? Tatsächlich, das geht, Leute. Da unten liegt's, ist zwar ein bisschen bunt gemischt, aber Hauptsache es funktioniert, ne? So, und dann haben wir auch ein Magazin gehabt, das hier ist. Da ist auch schon Munition drin. Ich würde allerdings gleich nochmal ein bisschen Munition nachladen. So, und die kann ich jetzt ebenfalls hier drauf montieren, ne? Und jetzt habe ich eine Waffe, in der die Schiene ist. Ich habe die Geschichte dran und ein Magazin von 10 Schuss. Und habe hier. Das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt, Leidl. Okay, das hat aber nicht hingehauen. Wieso hat das nicht hingehauen? Ist da schon eins montiert vielleicht? Komische Geschichte, ne? Er steht da zwar montieren, aber er lässt es mich nicht wirklich machen, ne? Keine Ahnung. Was ist denn, wenn ich sie ausrüste und einfach mal R drücke? Aha. Jetzt hat das Magazin unten dran gesnappt. Ist es jetzt dann auch da? Zeig mir es mal, Alterle. Ich muss das alles erst noch rausfinden. Schiene, Dings. Jetzt hat es geklappt, Leute. Jetzt hat es geklappt. Jetzt müssen wir natürlich darauf achten, wenn es leer geschossen ist. Ich habe diese Munition noch dafür da. Die da. Und ich habe noch ein ganzes Munitionskistchen davon. Ne? Ich habe es mal ein bisschen rausgesucht. Steht ja Gott sei Dank alles dabei. SWD, SWD, Munition. Die Waffe ist bestückt. Versuchen wir heute ein bisschen zu snipern. Ansonsten Shotgun-Munition natürlich für hier. Für unsere Wumme, für die Pump-Action. Pumpgun eigentlich. So, das ist das eine. Dann geht's weiter. Ich möchte gerne heute. Ja, der Bofis, der ist immer dabei. Ich will die Draggerjacke nicht anziehen. Ich würde gerne die Tarnjacke anziehen heute. So, dann hätten wir unsere Weste wieder, weil wir weiß ja nicht, was passiert. Den Einsatzhelm nicht. Ich hole mir einen Soldatenhelm, würde ich sagen. Mein Tuch nehme ich wieder mit. Einfach ein bisschen herrichten und dann gehen wir mal on Tour, ne? So, Fleisch hole ich mir einen frischen Brocken raus und zum Verbinden nehme ich die zwei Sachen mit. Und das ist mir auch egal, das kann ich ja im Auto liegen lassen. Ich will es einfach dabei haben, da fühle ich mich ein bisschen wohler. So, die Maske braucht man nicht unbedingt. Ansonsten glaube ich, Diggerle, lass dich mal anschauen, wie du jetzt aussiehst aktuell. Hast du alles mitgenommen wieder? Dein Hammer hast du da, dein Schlagring ist du da. Sehr schön, machen wir nochmal eine Rundumsicht. So. Ja, das gefällt mir. Jetzt weiß ich natürlich nicht hundertprozentig, wo alles liegt. Wir gucken kurz durch. Wir hatten nämlich mal einen coolen Soldatenhelm gefunden. Den würde ich mir jetzt zu unserem kleinen Mini-Einsatz auch aufziehen. Wir gucken hier ganz kurz. Ich nehme mal das noch mit. Ich glaube nämlich, dass ich ein paar Mal auf die Mütze kriege, wenn ich neue Sachen probiere. Ist immer so Geschichtle, ne? Okay, da läuft nichts. Dann schauen wir hier noch kurz rein. Wie gesagt, ich gucke das ganz kurz grob durch. Wir haben einen Haufen Zeugs, ne? Wie gesagt, ich komme demnächst auch mal zum Aufräumen. Im Moment habe ich leider keine Zeit, sonst hätte ich es schon gemacht. Zwei Augen müssen wir noch besorgen. Das würde ich als kleines Ziel vielleicht nehmen. So als Mini-Ziel, wenn wir jetzt unterwegs sind, so als Mini-Quest. Stopp. Ich weiß jetzt leider nicht, wo ich meinen Soldatenhelm hinab. Wir hatten da so ein Ding, so ein Topfdings da gefunden. Der hat mir so saugut gefallen. Das sah der alte richtig gut aus. Hier ist er wahrscheinlich nicht drin, ne? Kann aber auch sein, ich habe. Ah, doch, halt, stopp. Da wollte ich sowieso rein, Digga. Bleib nochmal. So. Das hier baue ich jetzt auseinander. Das nehme ich dann auch komplett mit. Wie schön, dass er sein Messer wenigstens noch hat. Hier ist der Helm nicht drin, gell? Leute, der liegt irgendwo. Ich gucke jetzt aber danach. Ich will den anhaben, wenn wir losgehen. So, damit wir hier tatsächlich auch genug zum Futtern haben. Knochen bleibt liegen. Jetzt gucken wir hier noch rein. Das rechte Auto habe ich leer gemacht, dass wir ein bisschen Platz haben auch. Hier ist das linke. Ich könnte auch ein Beanie anziehen. Da haben wir halt keinen Soldatenhelm.
Hier, demnächst kommen die alle in die Waffenkisten. Teil habe ich ja schon angelegt, ne? Aber noch nicht alle. So, guck noch mal, ob was liegen gelassen hast. Dann lass mich da drüben noch kurz reinschauen. Wir sind ja gleich drüben, ist ja nicht weit. Dann muss er noch mal Stinkerle, wie ich es gerade sehe, und dann geht's ab. Habe ich euch dabei? Seid ihr da? Ihr seid da. Ich gucke immer. Ich gucke immer. Oh, warte mal, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Zieh mal deine Sonnenbrille noch an. Hast du an? Lass gucken. Lass gucken, Alter, ne? Du hast ja deine Sonnenbrille jetzt nicht im Leben, hast du die jetzt nicht an. Wo sollen die sein? Die hast du bestimmt. Kann das sein, dass die. Ne, da liegt sie. Gegen was tauschten der die Leute? Jetzt hat er sie an, ne? Aber er hat nichts rausgeschmissen, so wie ich sehe. Zeig dich. Ja, jetzt gefällt er mal wieder. So, den roten Bock noch kurz durchgeguckt. Da ist er, den habe ich gemeint. So will ich los. Das Beanie kann dafür hier bleiben, den brauchen wir nicht. So, komm, wir machen kurz einen Stinker, zeig dich nochmal. Ja, so will ich los. So will ich los, Leideln. Jetzt pass auf, dann machen wir hier unser Geschäftle geschwind. So, ich guck mal nach unseren Werten. Wie sieht es denn aktuell aus? Minus 3000 Kalorienbilanz. Wir kommen von knapp 23.000, ne? Auch dank eurer Unterstützung hat es gut hingehauen. Jetzt haben wir natürlich das Ziel, den Magen gleich mal wieder voll zu kriegen, ausgewogen uns zu ernähren. Vitamin D sollte man demnächst eine Pilzrunde machen und so weiter, ne? Stingerle machst du noch. Und dann gehen wir los. Hauptsache, ich habe dich vorher angezogen. Ich bin so gespannt aufs Scharfschützengewehr. Ich habe nicht viele Punkte vergeben, aber ich habe ein paar reinkauen. Das weiß ich, glaube ich, noch. Hier, bei Intelligenz, Scharfschütze sind wir bei 24%. Da haben wir natürlich nicht allzu viel Skill. Ansonsten habe ich mal durchgeguckt und bin sehr überrascht, dass er hier und da doch ein bisschen aufgelevelt hat mittlerweile, ne? Laufsport, da sind wir unterwegs. Bei Durchhaltevermögen sind wir unterwegs. Hier bei Schleichen und bei Autofahren kommt es langsam. Also das wird, ne? So, mein Freund, jetzt würde ich dir den Magen noch schön füllen. Pass mal auf. Kann ich eigentlich dich so in der Kampfstellung, dann so rüber und dann ins Inventar? Was war denn das? Ach, Tab-Taste erwischt aus Versehen. Wie wollte ich es denn machen? Na doch, das war schon recht. Ich bin jetzt nicht mehr im Spiel, oder was? Ey, das geht nicht, wie ich es machen wollte. Da müssen wir halt so angucken. Egal, pass auf, wir essen jetzt einmal hier einen kompletten Maiskolben. Dann würde ich sagen, hauen wir uns zur Unterstützung einmal Zucker rein. Dann hauen wir uns zur Unterstützung eine Vitamintablette rein. Und dann natürlich Fleisch und Fett, bis der Magen voll ist. Hier mache ich wieder alles essen, weil er einfach mehr als eine Einheit futtern soll. Ich würde sagen, wir gehen hier bis. Wo weit gehen wir denn? Lass mal bis 40% durchessen. Und dann noch Fleisch und dann gehen wir los. Dann haben wir zusammen vorbereitet. Dann habt ihr gesehen, dass ich auch nicht nur die Kommentare feiere, sondern auch probiere, ein bisschen was umzusetzen davon. Ist nicht ganz so einfach, wenn man sich nicht auskennt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für manche Dinge habe ich dann auch nicht die Muße, mich voll reinzufuchsen, ne? Aber ich glaube, was die Waffen angeht, zumindest Scharfschützengewehr, da möchte ich schon noch ein bisschen Firma werden drin. Und das hat ja super geklappt nach eurer Anweisung, ne? Jetzt bin ich nur gespannt, wie es funktioniert und ob ich treffe. So. Mein Freund, Alterle, machen wir 70% Magenvolumen, würde ich sagen, auf dem Klo warst du. Dann ist auch hier die Versorgung gewährleistet und dann laufen wir gemütlich. Ne, wir fahren rüber. Wir fahren rüber. So, das reicht. Dabei habe ich auf jeden Fall noch was für unterwegs. Ist alles da? Wo ist die Dose? Die ist hier. Ich lege das alles ganz zusammen, dass ich mein Zeug sehe. Und die Tabletten noch runter. So, Leute. So wie wir es sehen, gehen wir. Wir laufen. Es geht natürlich jetzt ein bisschen auf die Kalorien wieder, aber ich wollte jetzt auch nicht den ganzen Tag jetzt nur Kisten bauen mit euch. Weil das wäre nämlich eigentlich das, was wir jetzt machen müssen. 10 Kisten reinstellen, den Loot verräumen und so weiter. Kommen die Tage, eine Runde, wo ich wieder ein bisschen was an der Base mache und parallel dazu Kisten baue. Weißt du, wieder so eine komprimierte Runde wie gestern. Und dann kriegen wir das eigentlich schön hin. Lala! Vielleicht sollte ich dich heute heimlassen, Digga. Oh komm, lass den Bock einmal an. Du hast doch ein bisschen Fahrskill gekriegt, Digga. Kann man eigentlich über die Treppen fahren? Nee, schade. Das wäre natürlich das Highlight gewesen. Über die Treppen so eine kleine Rampe. Vielleicht muss man die tiefer setzen, dann geht's bestimmt. So, jetzt pass auf. Fabrikgelände. Wir machen das natürlich locker und easy, ja. Tierjagd mache ich heute keine. Ansonsten so ein Schwein natürlich. Wenn es jetzt irgendwo steht, könnte ich versuchen mit meinem Sniperle. Was ist denn da drüben eigentlich auf dem Dach drauf?
Guck mal, da guckt so was Schwarzes durchs Dach durch. Lass uns mal näher hinfahren. Wir müssen da gucken, wo komme ich denn überhaupt rein? Da müssen wir hinschleichen, die Tür aufmachen, schätze ich mal. Ach, da ist nur ein Loch im Dach. Oh, das ist aber auch cool. So, Leute. Ich gucke natürlich rum und im Hinterkopf haben wir unsere Mini-Challenge. Die zwei. Den probiere ich gleich mal hier. Wie gesagt, jetzt kommt Übung. Jetzt kommt's Üben. Die zwei Augen würde ich gerne heute noch holen. Den Mac da drüben, den sehe ich schon, aber ich glaube, der will nichts von uns, oder? So, ich hoffe natürlich, dass wir hier auf dem kleinen Autodach auch sicher sind. So, jetzt kommt das erste Mal die Waffe, ne? So, ich schalte in die Ego. Das ist die Pumpgun. Jetzt muss ich sowieso mal was gucken, geschwind. Aha. Oh. Okay. Alles klar, Leute. Jetzt habe ich natürlich Lärm gemacht wie Sau. Aber dafür haben wir ja die andere Maschine noch. Ach, ist das süß. Gibt es eigentlich noch eine weitere Aufwertung hier für die Geschichte? Oder ist das alles? Ja, da kriege ich wahrscheinlich sogar einen Vogel, wenn ich mal irgendwo einen sehe. Aber es ist schon noch sehr, sehr beweglich. Also es wackelt noch recht arg. Es ruckelt nicht, ne? Wie ihr seht, aber es zieht halt schon nach unten. Muss da wahrscheinlich gleich mal so anfangen dann. Der entsprechenden. Ja, aber das geht. Es geht. Kann ich eigentlich auch rumzoomen damit? Müsste ich mal in die Einstellungen gucken, ne? Alter, ist gut. Jetzt kann ich ja das Fabrikgelände so ausspähen. Da brauche ich mir ja gar keinen Kopf machen. Er zieht halt nach oben. Oh, hey, da will ich natürlich. Das wäre schon cool, wenn wir da ein bisschen rumlaufen da drin. Da ist ein Vogel. Wo ist denn der jetzt hingeflogen? Da war er, scheiße. Aber den holst du nie runter, Alter, oder? Scheiße, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Da ist er. Warte mal. Nee. Doch, ich hab ihn erwischt. Ich hab erwischt. Geile Geschichte, Leute. Und schwindlig ist mal wieder. Ich habe Vögel runtergeschossen. Guck dir das an. Genau, gewartet, bis er reinfliegt. Die Schussgeschwindigkeit berechnet. Entschuldigung. Guck dir das an. Alter, das hast. Der da hinten, das wollte ich gerade sagen, der da hinten fliegt von alleine runter. Wahrscheinlich ist gerade großes Vogelsterben angesagt. Oh, cool. Bis auf die Tatsache, dass mir es jetzt schwindelig. Manchmal, wenn ich so lachen muss, dann schwimmt mir so ein bisschen schwarz vor Augen, gell? Das presst voll aus mir raus dann. So, Alterle. Oh, ich bin so stolz auf dich. Mach den mal weg. Guck mal ins Inventar kurz. Wo ist denn der Vogel? Da liegt da drin. Eine tote Krähe. You know nothing. Ich zerteile sie mal. Oh, wie cool ich das finde. Das Hämmerle, oder? Ah ja, aber das war so, ich weiß noch, da war ich unheimlich jung noch, da war ich immer auf der Kirmes. Ah ja, guck mal, gehäutete Krähe, Alterle. Da war ich auf der Kirmes, das erste Mal in meinem Leben Luftschussgewehre in der Hand gehabt und gleich abgeräumt. Und mein Vater hat gesagt, was machst du denn, wie hast du das gemacht, Alterle? Sag ich, keine Ahnung. Gedärme lasse ich da. Hey, wir haben jetzt 5 Federn gekriegt dadurch. So geile Geschichte. Geile Geschichte. Den nächsten Zombie, den ich jetzt sehe, den will ich mit meiner Schrotflinte machen. Ist die geladen, Alter? Bitte guck das vorher nochmal. Mach mal auf die 2. Drück mal R. Offensichtlich ist sie geladen, ne? Ich meine, man sieht's ja, da ist 9 von 1. Schuss habe ich genug. Wieso 9 von 1? Ach ja, der lädt ja richtig was rein, ne? Leute, ich habe eine Krähe geschossen gerade, ne? Ich nenne die Folge, glaube ich, der Alterle schießt sich eine Krähe. Naja, ich bin halt jetzt gerade, ich freue mich halt. Ist natürlich keine Kunst, wenn man Glück hat. So Leute, jetzt kommt nämlich das Eigentliche. Meine Lieben, jetzt kommt das Eigentliche. Also hier wäre natürlich jetzt schon mal irre, wenn ich das Tor hier aufmachen könnte, ne? So, dann wäre das Tor offen. Wo geht's dann mit dem Alderl und mir hin? Rechts drüben ist eine große Halle. Ich will da mit dem Auto reinpesen. Da vorne in die weiße Halle würde ich reinfahren wollen. Komm, wir fahren mal rum und gucken mal, wo der Mech unterwegs ist. Jo, das ist ja ein bockelharter Strohballen. So, Leute. Ich höre ein Trampeln.
Also hier vorne das Tor mache ich auf, ja, da schleiche ich mich hin, bam, bam, bam. Ich könnte natürlich auch hier durch den Zaun laufen. Boah, Alter, der Mech hier, guck mal. Da müssen wir gucken, wie der läuft. Dann würde ich jetzt, wenn das Tor auf ist, mit dem Auto reinfatzen. Und zwar genau jetzt. Und dann da hinten. Kann ich da rein? Ist die ebenerdig oder ist da eine Erhöhung? Ja, der läuft weg. Die Frage ist jetzt natürlich, da auch noch ein anderer läuft. Ja, oh. Aber der läuft jetzt auf uns zu, ne? Oh oh. Oh, der kommt in dem Moment gerade ans Tor. Okay, also da sind zwei Stück auf Patrouille. Merke ich mir mal. Ich will noch ein bisschen mehr von der Umgebung hier kennenlernen. Durch den Zaun reinkommen ist kein Problem, ne? Also das Auto außen parken, schätze ich mal. Jetzt habe ich den Zombie nicht ausgenommen vor lauter Freude. So, lass mich mal hier gucken. Kann ja sein, dass die Mechs. Ich weiß natürlich nicht, wie weit ich mich innen drin dann nachher traue, aufs Ganze zu gehen hier. Von der Seite rein wäre aber auch schick. Problem ist, hier an der Mauer siehst du nicht wirklich viel, ne? Das Außengebäude könnte man machen. So, ich fahre jetzt einmal außen rum und dann probieren wir mal das Tor aufzumachen. Mit irgendwas musst du ja anfangen, ne? Okay, hier ist sehr gut. Hier sehen sie dich nämlich nicht. Ist da auch eine Tür? Da geht's auch rein, glaube ich. Ja, da wird es auch reingehen. Vielleicht ist ja das der richtige Zugang. Zombies lasse ich jetzt mal hinter mir. Ich fahre ein bisschen weiter raus. Alter, haben wir Vögel geschossen. So, hier ist schon wieder der gleiche Haufen. Der gleiche Haufen. Ne, wisst ihr, was ich meine? Ich will halt rein ins Gelände. Pass mal auf, wir machen das jetzt. Ich fahre mit dem Auto schon mal so hin, wie ich da nachher rein saus. So, es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt mal sterben. Gibt Schlimmeres. Also in-game auf jeden Fall. So, die Waffe mache ich weg. Jetzt tänzel ich mal vor bis zur Mauer. Das sollte uns ja eigentlich nichts passieren. Jetzt zuckelt es natürlich ein bisschen, Riesengelände, das lädt. Ich bin gespannt, wenn diese Stadt kommt, diese ominöse, riesengroße Stadt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das von der Performance her hier und da ziemlich abgeht. So, hier sehe ich mal keinen Zombie, das ist ja schon mal was. Die Mech sehe ich übrigens auch nicht. Ich mach mal auf. Da hinten steht einer. Ja, in die weiße Halle will ich rein. Die Frage ist, wie komme ich denn da jetzt kurz rein? Die Tür schon mal aufmachen. Sieht mich der hier, wenn ich da reinlaufe? Ja, der sieht mich. Renn. Oh, Scheiße. Oh, der kommt. Und der da? Der läuft weiter. Wo ist denn der jetzt? Panik, ne? Boah! Alterle! Alterle! Durchs Fenster! Zufällig Sektorunterstand. Oh, Alterle! Okay, jetzt gucke ich mal, ob ich mein Zeugs wieder bekomme. Oh Gott, also hast du schon ewig nicht mehr ausgesehen, großer. Wie sind deine Werte eigentlich nach dem Ableben? Alles auf Null, oder? Ja, die Kalorienbilanz ist immer noch. Oh, Digga, da hopfe ich jetzt mit dir rüber. Oh, ist das übel, da muss ich schleichen. Ja, da war ich jetzt super leichtsinnig halt, ne? Jetzt hoffe ich mal, dass da vorne keine. Boah! Junge! Ich dachte im Gebäude, ne? Ich habe gar nicht dran gedacht, dass er vielleicht durchs Fenster guckt. Jetzt haben wir eine Aufgabe, unser Zeug wieder kriegen, ne? Das heißt, ich muss dann da rein und am besten auf dem Boden liegen bleiben, mich anziehen
Und dann probier mal erstmal nur wieder rauszukommen. Jetzt habe ich, das war aber klar, dass es das passiert, weil ich mich so gefreut habe über den Vogel. Und das Zweite, weil jetzt meine ganzen guten Sachen da drin sind. Scheißdreck. So, Alter, mach mal langsam, dass da Energie wieder hochgeht. Ist das wirklich im Stoffwechsel? Hat sich nichts getan, ne? Er ist unterernährt und Eiweißmangel hat er. Hey, ich habe aber alles. Wir müssen nur da drüben jetzt unser Zeugs kriegen. Jetzt haben wir natürlich wieder einen Kalorienverbrauch, aber sobald wir drin sind, gehe ich es natürlich ruhig an. Boah, krass. Ja klar, einer, der läuft links hinten. Da war ich so erschrocken jetzt, wo ich ums Eck geguckt habe. Und der andere läuft praktisch rechts hinten. Und ich hätte einfach länger gucken müssen, wie sie laufen, ne? Ich muss in dieses Gebäude rein, auf den Boden legen, dass er mich nicht zieht. Da drüben ist ein Puppet. Geh weg von dem. So. Ich bin mal gespannt, ob ich mein Zeug wieder bekomme. Hier ist der Mech, der läuft jetzt da rechts entlang. Das ist okay. Da kann er ruhig laufen. In dem Moment kommt aber der Rechte in Richtung Sichtfeld, ne? Da rennt gerade Schwein weg. Die Tür ist wieder zu. Schöner Scheiß. So, Alter, jetzt aber erstmal aufbauen. Ja, Schnauf. Ist die Scheißtür wieder zu. Da hol dich, mein Freund. Im Auto hast nichts drin, ne? Jetzt geht's wieder. Hast gesehen, wie er die Ärmel durchgestreckt hat? Das heißt, für ihn kann weitergehen. So, meine Freunde. Meine Robo-Freunde. Meine dreckigen kleinen Schraubenspucker. Wir kommen zurück. Mir gefällt übrigens den Anzug, den er anhat, diesen Scam-Anzug. Ich finde den total gut. Drüben ist bestimmt ein Loch in der Wand, oder? Ja, da ist ein Loch in der Wand. Ich fahre rüber. Kein Risiko. Es geht darum, meine Sachen wieder zu bekommen. Zweite Mini-Quest, ne? Die Augen und meine Sachen. Ja, guck mal, wenn ich da hinten hinfahre, da ist das Loch im Zaun. Ist da ein Puppet drin? Ja, scheiße. Da ist jetzt natürlich einer drin. Wie ist denn das, wenn ich mit dem Auto hinter die Mauer fahre? Ist das eine Sichtschutzmauer für mich dann? Wenn ich hier park? Schon, ne? Er läuft da. Ich warte, bis der ums Eck ist, Leute. Dann hopfe ich über die Mauer. Scheiße ist, dass ich den an. Da hinten laufen sie auch. Ne, da hinten läuft ein Hirsch. Ausgerechnet heute ein Haufen Wild unterwegs. Hier, den da, den darf ich nicht unterschätzen. Da läuft ein Hirsch, den hätte ich jetzt snipern können. Den da, den Sack. Okay, der bleibt hier stehen. Ich hätte jetzt eine Waffe mitnehmen. Wenigstens einen Baseballschläger hätte ich mitnehmen sollen, ne? Es war klar, der kommt jetzt genau in meine Richtung. Muss ich mir was anderes überlegen, ne? Ja, das Coole ist aber, da komme ich, das kriege ich schon hin. Jetzt muss ich nur halt meine Sachen holen. Das wäre mir jetzt wichtig. Der kommt gerade hoch. Der Gelbe nervt mich. Muss ich warten, bis der weg ist. Oder ich pulle ihn raus und fahre mit dem Auto dann erstmal weg. Warte mal, vielleicht kann ich ihn rauspullen. Interessiert ihn. Jetzt hat er mich entdeckt. Okay, er kommt auch raus. Ich pull den mal gerade ein bisschen aufs Feld hier. Und schon nochmal Action, oder? Ich kann den natürlich jetzt auch über den Haufen fahren. Das wäre nicht der Erste, den ich töte mit dem Auto. Ist er schon futsch? Nee, ist ein harter. Ist ein harter Hund. Jetzt komm, jetzt. Und er hat ihn wieder ausgespuckt. Die Eingeweide des roten Bocks. Hier ist alles voll mit denen schon wieder. Geile Geschichte und das alles in unmittelbarer Nähe von unserem Zuhause. Jetzt ist er futsch, ne? Ne. Ja, ich habe jetzt keine andere Wahl, weil ich hätte jetzt erstmal heim müssen, was holen, ne? Jetzt ist er tot. Aber? Achso, ich habe nicht mal ein Messer dabei. So, ich fahre wieder auf meinen Parkplatz. Mein Ziel wäre echt, dass ich heute das Auto noch da reingestellt kriege. Schön gegen das Mäuerle, dann hört man auch, dass kommst, ne?
So, wir gucken noch mal leicht ums Eck. Der dritte läuft da hinten geradeaus. Also, der kommt jetzt hier vor, dreht sich dann um. Und dann müssen wir gucken, dass wir vor dem anderen geschwind darüber fetzen. Sobald der sich rumdreht, gehe ich ins Gebäude. Oh, das macht Laune, oder? Hier geht er rein. Der andere läuft da drüben entlang. So, ich gucke, dass ich hier reinkomme. Runter erstmal. Ich glaube tatsächlich, ich kriege. Wir sind jetzt schon mal im richtigen Gebäude, glaube ich, oder? Ich bleibe natürlich jetzt unten. Wenn mich nicht alles täuscht, waren meine Sachen da vorne drin. Jetzt haben wir auch mal die Sachen gebraucht, ne? Die Punkte. War das hier, Alter, oder bist du im falschen Bau? Ich glaube, ich bin im falschen Gebäude, gell? Nicht, dass der mich da durchsieht. Hä? Oh je, Leute, ich weiß gerade nicht, wo ich bin, ne? Hör, zieh sie an, da hast du wenigstens ein bisschen was an. Wo bin ich da vorhin reingekommen? Vielleicht waren wir tatsächlich noch gar nicht so weit. Da läuft der Mac. Bin ich im Gebäude nebendran rein? Hä, richtig, da muss ja ein Fenster gewesen sein, ne? Hier bin ich in einem Serverraum. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Ich guck mal, ob ich so kann. Ich glaube, ich bin im Gebäude falsch. Ich muss nochmal rausgucken. Ich muss raus hier. Scheiße. Immer schön im Rücken. Hier bin ich mal nicht sicher, ob man da. Ich weiß nicht, wo der hinläuft. Oh, Scheiße. Sein Schatten habe ich gesehen. Mist. Ich kann es nicht einschätzen. Ja, wir waren aber doch hier. Das ist schon nicht ganz falsch, oder? Ich muss vorne aber raus. Ich muss gucken. Ich glaube, da gibt es noch ein kleines Seitengebäude, das ich vorhin genommen habe. Oben war ich auf keinen Fall. Da hinten steht ein Puppet. Oh, ist das eine Situation gerade? Junge, Junge. Die verlangt schon einiges ab, finde ich. Ich gehe nochmal das Risiko. Ich gehe nochmal das Risiko. Hier war ich drin. Hier war ich drin. Hier liegt mein Zeug. Wow. So, Leute. Ich klicke das alles mal durch. Jo, da ist ja noch mein Rabe. Da ist auch noch mein Rabe. Hier, fette Rucksack ist wieder da. Oh, schön, dass wir es geschafft haben. Verbinden muss ich mich Gott sei Dank nicht, aber guck mal kurz. Ich glaube, hier in der Ecke bin ich gerade sicher. Du hast die falsche Hose an, Digga. So. Rest ist wurscht, ne? Also, einmal Maiskolben. Junge, Junge! Jetzt geht's ab hier. Naja, gut, es war klar, jetzt habe ich auch Zeug dabei. Da lohnt sich's fürs Spiel, mir die wegzunehmen, die Sachen. Erstmal nochmal ordentlich. Ich will halt vorne das Tor aufmachen. Ins Auto reinholen. Das wäre so mein Ziel gewesen, ne? So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Alter, lass mich nur in Ruhe. Ich hau noch eine Tablette rein. Hast du das Licht gesehen? Er ist genau vor uns. Und
Schluck getrunken. Alterle ist jetzt gestärkt. Stoffwechsel. Hast du ja die Bux gemacht vorhin? Alterle, ich hätte. Ich hätte. Voll reingesäbelt hätte ich. So, gehen wir mal kurz in die Ego-Perspektive. Nee, ich zerteile mich nicht. Aber ihr habt gesagt, man soll das immer machen, weil du kannst dein eigenes Fleisch essen, ne? Die Ritze, alles geschwemmt schon wieder. Ich guck mal aus, was der Alterlip steht. Ach du je. Mein Alterle. Okay. Jetzt gucke ich mal, was rauskommt bei so einem Bein. Willst du deinen Kopf mitnehmen? Aber es hat ja keinen Unterschied. Das sieht aus wie die anderen, ne? Menschensteg. Ich nehm's mal mit. Und guck mal, wie wenig Fett der Alterle eigentlich hat, ne? Und das sagen sie immer. Ich komme tatsächlich so besser klar. Sind wir gerade im Klo erschossen worden? Ja, richtig, weil der hier vorbeigelaufen ist, ne? Dann mache ich die Tür zu. Oh, Alter. Wenn der hier kommt, sieht er dich, ne? Das wird spannend, dieses Gebäude aufzukriegen und reinzufahren, das sage ich dir. Vorne liegt ein Schlagstock. Ich glaube, das Ziel wäre, dass wir mal in die Halle rüberkommen heute. Und dann morgens Auto nachziehen. Der kommt jetzt hier jeden Moment. Jetzt läuft er praktisch hier rein. Weißt du, was ich machen muss? Ich muss warten. Ich muss warten, bis der wieder zurückkommt und rechts abbiegt und dann kann ich hinter ihm her. Natürlich nur, wenn kein Puppet draußen rumlungert. Ich würde es auf zweimal machen. Ich lasse ihn jetzt einmal weglaufen und gucke erstmal raus. Und dann schätze ich die Lage ein und dann geht's weiter. Der müsste jetzt jeden Moment nämlich zurücklaufen. Und der, der von rechts kommt, ich glaube, der ist gar nicht so wild, jetzt wenn wir mal da hinten im Eck sind. Ich rüste mir schon mal die aus. Ich muss halt mitkriegen. Wann der kommt. So. Dann habe ich das schon mal erledigt. Ich kann wahrscheinlich bis ans Fenster vor, wenn ich grouch. Wenn ich ganz grouch, ne? Aber er guckt ja von oben schräg rein. Ich traue dem nicht. Du kannst aber hinstehen. Wow, ist das spannend. Jetzt lohnt sich's, gell? Jetzt müsste er gleich kommen. Ja, du musst dir ja die Zeit nehmen. Wenn du die patrouillieren lässt und dich anpasst, dann geht's. Jetzt kommt er normalerweise. Und es kann aber auch sein, dass er nochmal links kurz läuft. Ich würde ja aufmachen und rausgucken, aber. Wir müssen nicht nochmal sterben. Da vorne sehe ich keinen Schutzwinkel. Sobald er an das Fenster kommt, zieht er mir eins über, ne? So, was hat denn der für einen ewig langen Laufweg? Der läuft hinten außen rum einmal. Der kommt hier gar nicht wieder zurück. Der kam vorhin wegen mir wahrscheinlich zurück, ne? Und gleich hat er mich gesehen gehabt, ne? Da kommt er. Da müssten wir jetzt. Jetzt läuft er hier rein und jetzt sehen wir eine ganze Weile nicht mehr, ne? Das heißt, wenn ich ihn austricksen will, dann jetzt. Da ist keine Höhe. Puh! Geh da rein. Okay, da ist keine Tür auf der Rückseite. Scheiße. Dann muss ich vorne raus. Fuck.
Junge, Junge. Wow. Verbind dich in aller Ruhe, Mäusle. Alles gut. Der ist ein blöder Roboter. Phase 3, ist klar. Aber wir haben es jetzt gleich schon mal unterbrochen. Er hat uns nicht allzu viel Damage gemacht. So. Ach so, pass auf da hinten, ne? Ich glaube, von hier aus das zu bewerkstelligen ist echt übel. Da ist der Puppet, da hinten kommt der Robo. Nicht den Kopf raushängen. Wenn der hoch genug kommt, hast du die Kappe auf. Oder ich glaube, ich muss das Gebäude hier verlassen. Ich glaube, ich verlasse den Bau. Wir gehen zum Auto zurück. Wir probieren es morgen dann nochmal frisch. Ich versuche jetzt unser Ashlet zu retten. Dann würde ich nämlich tatsächlich für die. Dann würde ich für die Runde, also reinzukommen in die Fabrik, würde ich tatsächlich draußen eine Kiste bauen, eine vorübergehende. Und mein Zeug einlagern und dann erst, wenn ich die Türen auf habe oder so, das Zeug mitnehmen. Oder ich hau's ins Auto und dann fahren wir mit dem Auto hier rein. Die Frage ist. Wo ist er? Ich trau mich hier nicht weg, Alter. Ist das übel, weil ich halt die Wege noch nicht kenne. Sobald er hier einbiegt, kann ich links raus. Das wäre schon mal ein Anfang. Wenn jetzt stelle ich mich morgen nochmal aufs Auto und ich verfolge nochmal die Laufwege. Dass wir überhaupt hier drin sind, ist eine Geschichte. Okay, hier sehe ich seine Schnauze. Jetzt läuft er hier rein. Das ist mein Go, dass ich mich hier mal kurz bewegen kann, ne? So. Und dann kannst du hier nochmal raus. In das Gebäude rein. Und immer die Türen zumachen, glaube ich. So, runter. Der läuft da vorne. Stell dich mal hin. Okay, das ist gut, das ist gut. Dann laufe ich hier hin. Mach erstmal die Tür zu. So, und du bist durchs Fenster, glaube ich, gekommen, oder? Naja, offensichtlich nicht. Aber ich werde durchs Fenster abhauen. Wenn hier eins nach draußen geht. Hier ist alles dicht. Oh, guck mal, hier hat es solche Schränke. Ich guck mal kurz durch. Da kannst du auch die Zeit vergessen bei so einer Aktion hier, ne? Boah, da hätte ich mir jetzt aber schon was gegönnt eigentlich. Spiel. Hier, wir sind fast da. Ist der schon ums Eck? Ich sehe es nicht. Also, das wird spannend. Ich glaube, wir können. Boah, Alterle. Okay, Leute, da haben wir eine Aufgabe. Sehr geil. Also macht halt Laune wie Sau. Wir haben zwar jetzt nichts gewonnen, also kein Loot oder sowas. Schießt er eigentlich auch, wenn ich hier so mit dem Auto ganz dicht? Ja. Er hat auf jeden Fall Aggro. So, geile Scheiße. Geile Scheiße. Okay, Leute, also ich habe immer noch das Ziel, in die Halle reinzukommen mit meinem Auto. Ich werde es allerdings von hier angehen, wahrscheinlich Kamikaze-mäßig. Ey, wir probieren einfach zwei, dreimal. Solange ich meine Sachen wieder kriege, ist ja alles gut, ne? So, Leute, hier hole ich euch morgen ab an Ort und Stelle. Ne, ich fahre heim. Ich wäre ja blöd, wenn ich jetzt nicht heimfahre. Da drüben ist sicher. So, Leute, ich hole euch morgen hier ab am Feld und dann gehen wir da rein.
Freue mich jetzt schon drauf. So, noch einen schönen Nachmittag. Bis morgen. Danke fürs Zuschauen.